今天精神状态不太好啊，烟头大脑的，盘他站起来，蘸辣椒面刺激一下。哎呦，was ist das？Wow, was ist das? Da ja, 参观一下它里面。这个东西煲汤大补。来个横一点的。Was ist das? Könnt ihr mir sagen, was es ist? Das ist so ekelhaft. Und ihr widerliches Schmatzen. Boah. Naja, ich würde sagen, andere Länder, andere Sitten, ne? Ich persönlich mag weder Hundefleisch noch irgendwelchen so ekelhaften Fleisch. Also ich bin ganz normal Esser. Boah. Aber wie gesagt, andere Länder, andere Sitten. Ihr scheint es zu schmecken. Ich glaube, uns würde es niemals schmecken. Aber könnt ihr mir sagen, was das ist? Und vor allem, guck mal, wie die isst. Ey, wie die das gegessen hat. Ihr habt es wirklich geschmeckt anscheinend. Wie das aussieht, das sieht ja aber echt ein bisschen pervers aus. Naja, würdet ihr sowas essen, Leute, jetzt mal ehrlich? Also ich persönlich würde sowas niemals essen. Kommentiert mal, ob ihr sowas essen würdet und ob ihr jemals sowas gegessen habt. Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Ich habe gehört, in Philippinen und so weiter, man kann oft sowas zur Verfügung bekommen. Also auf der Straße, wenn man Urlaub geht und so weiter. Ich persönlich war mal in Thailand und ich habe auch sowas auf der Straße mal gesehen und die haben halt angeboten und zu essen, aber wir haben nichts gegessen. Also wir fanden das wirklich widerlich. Aber das habe ich noch nie gesehen. Wirklich. Also ich weiß nicht, was war da? Muschel war das? Seegurke in eine Muschel drin war das? Oder keine Ahnung. Das war auf jeden Fall nicht normal. Also ich weiß, das ist auf jeden Fall nicht normal. Seegurkenmuschel vielleicht nennt sich das. Keine Ahnung. Kommentiert mal, wie das heißt. Ich habe halt nur gelesen, dass es irgendwie 70 Euro die Kilo schmeckt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Kommentiert mal bitte, wie das heißt. Und ja, bis dann. Tschüss.